im neuen Souls-like-Spiel. Strayblade, da können wir so einiges an Waffen leveln und natürlich unser Level selbst. Und wir brauchen natürlich für die ganzen Entwürfe ebenfalls ganz viele Ressourcen. Wie du an ganz viele Ressourcen kommen kannst und wie du am schnellsten levelst, das zeige ich dir in diesem Video. So, schön, dass du eingeschaltet hast und auch Interesse geweckt hast. Ich zeige dir jetzt eine ganz gute Möglichkeit, wo ihr fast direkt am Anfang sehr gut farmen könnt, ja? Einmal müssen wir ganzen Entwürfe einmal craften, also schmieden. Und dafür brauchen wir natürlich, wie ihr seht, Ressourcen. Rüstungsteile, Eisenstange, Zähne, Knochenstaub. Das ist hauptsächlich bei Rüstung so. Und zwar Rüstungsteile, Eisenstangen. Das bekommen wir bei den ganzen Wachen. Zähne zum Beispiel bekommen wir dann unter anderem bei Tieren, ja? Und Knochenstaub müssen wir unterwegs in der Welt so finden. Bei den ganzen Waffen, da brauchen wir hauptsächlich Waffenstangen. Waffenstangen bekommen wir unter anderem auch von den Wachen. Dann brauchen wir Riemen, Krallen, Zähne, Zenzilla. Und das bekommen wir hauptsächlich dann von Tieren. Auch gerade von den Spinnen. Die Spinnen droppen Krallen, Leder, Zahn und Zenzilla. Die Wachen, Rüstungsteile, Eisenstangen, Waffenstangen, Riemen und auch Herzbeeren, damit wir uns dann auch ordentlich heilen können. Ja? Und jetzt zeige ich euch erstmal auf der Weltkarte, wo wir hier recht gut farmen können. Und zwar hier fangen wir hier an. Dann laufen wir irgendwann mal hier so lang. Das ist aber alles storybedingt, Freunde. Ja? Also ihr braucht keine Angst haben. Ihr kommt auf jeden Fall automatisch dahin. Dann geht das irgendwann hier so lang und dann sind wir in diesem Bereich. Und zwar hier vor so einem Baum. Aber vorher gehen wir natürlich durch diese Höhle und zwar ist es die Spinnenhöhle. Und hier könnt ihr tatsächlich farmen, was das Zeug hält. Und das geht hier übelst schnell. Die Spinnen machen mittlerweile nicht mehr so viel Schaden und es kommen enorm viele Spinnen. Hier spawnen sie jedes Mal. Wir können dann immer alles hochleveln. Die ganzen Spinnen alle platt machen und dementsprechend bekommen wir dann hier auch unsere Ressourcen. Klar, meine Ausdauer ist jetzt einmal nicht so gut, aber für den Vorführeffekt zeige ich euch das mal eben. So, hier ist schon die dritte Spinne und zack, ich habe die Waffe gerade erst angelegt, drei Spinnen platt gemacht, jetzt schon direkt schon auf 25. Wir looten das Ganze und wie ihr seht, bekommen wir hier Leder, Sensilla, Krallen, etc. pp. Und in dieser Höhle hier sind halt enorm viele Spinnen, die wir dann halt platt machen können. Hier können wir unsere Waffen sehr, sehr schnell hochleveln. Und natürlich auch ist hier ein Boss am Start. Und hier, direkt beim Boss, ist dann hier die Weltkarte. Mit dieser Weltkarte sehen wir natürlich dann das, was wir hier so gerade alles gesehen haben, mit dem Spinnenbereich. Sollte das soweit hilfreich gewesen sein, dann bleibt doch direkt mit einem kostenlosen Abo am Start, um kein Video mehr von mir zu verpassen. Und natürlich aktiviere die Glocke dabei. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Freigeist TV ist raus. Ciao, ciao.